Zwei Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Elbphilharmonie. Das ist einerseits das Thema Wasser und auf der anderen Seite das Thema Musik. Wasser ist naheliegend. Die Elbphilharmonie ist genau an der Elbe errichtet und an drei Seiten von Wasser umgeben. Und Musik ist natürlich für ein Konzerthaus mit drei Konzertsälen auch selbstverständlich. Und diese zwei Themen finden sich in einzelnen Architekturdetails immer wieder. Da würde ich Sie gerne auf die wunderschönen Kugelleuchten hier auf der Plaza aufmerksam machen. 582 seriell gefertigt und clusterartig an der Decke angebracht, sodass, so geht es zumindest mir, man das Gefühl hat, dass das Schaum bildet oben auf einer Welle, sodass, wenn man dann von unten nach oben kommt und dann weiter in die Konzertsäle geht, man wie auf so einer Welle nach oben zur Musik getragen wird. Man kann aber auch eine andere Assoziation haben. Zum Beispiel, dass es sich hier vielleicht um Musiknoten willkürlich verteilt handelt, die einen auch schon so ein wenig auf den Besuch eines Konzertes einstimmen. Die Kugelleuchten im großen Saal, die sind mundgeblasen und haben die Anmutung eines Tropfen. Auch hier wieder eine wunderschöne Kombination zwischen gehörter Musik und dem Thema Wasser, was über einem schwebt.